Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer beim Kreisky-Forum, Zuhörerinnen, Zuhörer beim Kreisky-Forum, das ist jetzt der dritte Clip, den ich angekündigt hatte. 5 Gedanken zu Europa in Zeiten von Corona. Als dritten Gedanken für diese kleine Rede habe ich mir überlegt, sind wir eigentlich Bürgerinnen und Bürger Europas? Ich hatte in der ersten Dokumentation das Argument gemacht, dass Europa nicht solidarisch sein kann, ohne auch souverän zu sein. Ich hatte in meinem zweiten kleinen Beitrag versucht, das Argument zu machen, dass wir als europäische Bürgerinnen und Bürger gleich sein müssen für dem Recht, genau wie die Güter und wie das Geld rechtsgleich sind in Europa. Und in diesem dritten Clip möchte ich ein Argument machen, nämlich genau das. Die Frage stellen, sind wir eigentlich Bürgerinnen und Bürger Europas? Wir haben einen geltenden Vertrag von Maastricht, in dem Grundrechte festgelegt sind, Artikel 1 bis Artikel 12. Danach sind wir Unionsbürger und als Unionsbürger und Bürgerinnen alle gleich, von Slowenien bis Finnland bis Portugal oder Irland. Wir haben gleiche Rechte, gleiche Verbraucherrechte. Wir dürfen in, sagen wir mal, Uganda in das Konsulat von einem europäischen Nachbarstaat gehen und uns dort konsularisch helfen lassen. Aber offensichtlich zählen jetzt wieder Pässe und nur mit dem Pass des Landes, des eigenen Landes, kommt man überhaupt noch in sein Land hinein. Ich zum Beispiel arbeite in Wien, habe meine Eltern in Deutschland, kann jetzt nach Deutschland einreisen, weil ich dort einen Pass habe, kann aber nicht nach Paris, weil meine Kinder da sind, weil ich keinen französischen Pass habe, und auch nach Frankreich kommt man im Moment nur noch mit dem französischen Pass. Damit ist de facto unser Rechtsanspruch auf Unionsbürgerschaft außer Kraft gesetzt. Und wir diskutieren im Moment diese Fragen mit Corona überall. Wir diskutieren, ob wir die polnischen Spargelstecher noch auf die deutschen Felder lassen. Wir diskutieren, ob wir die französische Supermarktfrau in Deutschland im Supermarkt arbeiten lassen. Wir diskutieren, ob wir die französische Arzthelferin in Luxemburg im Krankenhaus arbeiten lassen. Das heißt, wir unterscheiden im Moment die Bürgerinnen und Bürger Europas danach, ob sie Arbeitskraft sind. Da erwägen wir gerade Ausnahmeregelungen, ja, für die Lastwagenfahrer oder eben auch für die Spargelstecher, wo wir inzwischen sagen, oh Moment, das muss möglich sein wegen der Ernte. Wir erwägen Ausnahmen also mit Blick auf unsere Kapazität als Konsumenten und mit Blick auf unsere Kapazität als Arbeitnehmer. Aber in unserer originärsten, ureigensten Definition von Bürgerschaft, nämlich dass wir Bürgerinnen und Bürger Europas sind, und zwar souverän und damit gleich vor dem Recht, sind wir es eben im Moment nicht. Und das macht mich tatsächlich sehr fassungslos, denn wir verhandeln gerade im Grunde ein europäisches Grundrecht, was wir seit 1992 alle haben. Der Europäische Gerichtshof hat übrigens am 7. Februar ein Urteil veröffentlicht. Da geht es genau darum. Und in diesem Urteil beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit dieser Frage. Bleiben die Briten eigentlich europäische Unionsbürger, auch wenn der Staat Großbritannien aus der EU austreten wird? Und der Europäische Gerichtshof sagt, ja, natürlich bleiben die Briten europäische Unionsbürger. Warum? Weil Europa, die EU, den Briten dieses Recht unmittelbar 1992 zum Zeitpunkt des Maastrichter Vertrages gegeben hat. Und deswegen ist das ein Recht, was direkt von Europa zuerkannt wurde und was vom Staat Großbritannien nicht zurückgenommen werden kann. Das heißt, dieses EuGH-Urteil ist eigentlich eine Steilvorlage dafür, dass wir einklagen sollten, dass wir als europäische Bürgerinnen und Bürger gleich sind und dass uns diese Rechte nicht genommen werden können. Und deswegen ist das, was gerade passiert, nämlich dass wir als Bürger an den Grenzen wieder Pässe zeigen müssen, eigentlich mit europäischem Recht unvereinbar. Ich hoffe, dass wir nach der Corona-Krise Gelegenheit finden, das einzuklagen und an den EuGH zu gehen und nochmal rückwirkend zu gucken, was hier außer Kraft gesetzt wurde, und dass wir diesen Tatbestand, dass wir den monieren werden. Ich wünsche mir, dass wir in einem Europa nach Corona eben nicht nur von der EU als Konsumenten und als Arbeitnehmer gesehen werden, sondern ich wünsche mir, dass nach der Corona-Krise wir in einem Europa leben, in dem das gilt, was der französische Soziologe Pierre Rosanvallon als das Sacre du Citoyen bezeichnet, das Heiligtum der Bürger. Und das Heiligtum der Bürger ist für Rosanvallon die Wahlrechtsgleichheit, die steuerliche Gleichheit und die Gleichheit beim Zugang zu Sozialrechten. Das hieße, dass wir uns auch bei solchen Sachen wie etwa einem europäischen Grundeinkommen oder bei einer Arbeitslosenversicherung nicht mehr nach Nationalität auseinanderdividieren lassen und schon gar nicht mehr durch Pässe an nationalen Grenzen.
Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass diese Corona-Krise für uns eine Lernerfahrung ist, dass wir auch da europäische Unionsbürger sein wollen, wo es uns in unseren bürgerlichen Belangen betrifft und nicht nur in unseren Rechten als Verbraucher, als Konsumenten oder eben als Arbeitnehmer. Post-Corona-Europe müsste eigentlich es bewirken, dass wir den sogenannten allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa durchsetzen. Das wünsche ich mir, damit wir an den Pässen nicht mehr, an den Grenzen keine Pässe mehr zeigen müssen. Warum? Weil ich ja in Deutschland auch von Köln nach Berlin fahren könnte, trotz Corona. Aber es deswegen nicht sein kann, dass ich von Wien nach Paris mit einem deutschen Pass nicht fahren kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir kommen in einem besseren Europa durch Corona an.